Herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Blau. Wir machen gerade die Sylph Co. unsicher. Schauen einfach mal kurz in unser Team rein. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Dann legen wir mal los. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Stockwerk wir überhaupt sind. Aber wir gehen ja sowieso systematisch durch. Das heißt, vorher waren wir in dem vorherigen. Das ergibt Sinn, oder? Wir haben jetzt nachgeschaut, aber irgendwie nichts gemerkt. Genau, Magma soll ja Level 43 erreichen, um Feuerschlag zu lernen. Dann machen wir das. So, was ist mit dir? Ich arbeite für die Sylph Co. Ja, dann arbeite doch. Was soll ich bloß machen? Arbeiten. Schwer vom Begriff, ja. Also. Hallo. Er arbeitet für Team Rocket. Ja, warum nicht? Team Rote Rakete. Ein Elektroball. Das gibt bestimmt reichlich EP. Hoffentlich explodiert es nicht. Das wäre unschön. Ja, weinen darf es gerne. So. Feuer frei. Bang, bang. So, Smogmog hinterher. Sehr schön. Das gibt auch nochmal fett EP. Hoffentlich explodiert auch das nicht. One-Hit wäre schön. Sogar sehr schön. Jawohl. Volltreffer. Ausgezeichnet, das ging flott. Du hast mich erwischt, ja. Auf kaltem Fuß oder falschem Fuß. Egal, wir haben ihn kalt gemacht. Da ist jetzt bestimmt auch sein Fuß kalt. So, da ist nix. Und hier ist auch nichts. Ab ins nächste Gebäude, hätte ich fast gesagt. Ab in den nächsten Stock. Das ging ja flott. Ja, wenn die anderen Etagen genauso schnell gehen, sind wir hier in Kürze durch. Ich komme mal von hinten. Eindringling ist er. Oh Mann. Okay, ich wusste jetzt wirklich nicht, was er sagt. Psychokinese haben wir 4-mal, Body Slam 5-mal. Ja, riskieren wir es mit Glut, um AP zu sparen. Hoffentlich werden wir nicht vergiftet oder paralysiert. Er hat ja bestimmt inzwischen einen Giftblick drauf, um uns zu paralysieren. Aber das ging gut. Super, ja gut. Der hat lauter Kleinvieh, aber vielleicht reicht nach den beiden Großen eben der Kleinviehkram hier aus, um das Level aufzusteigen, was wir noch benötigen. Und Zubat hätte jetzt auch wirklich aufgehen können. So, will immer noch nicht Tragosso. Okay. Eine Knochenkeule wollen wir uns eigentlich nicht einfangen. Das wäre ganz unschön. Es hält, glaube ich, auch relativ viel aus in der physischen Verteidigung. Deswegen jetzt auf jeden Fall Psychokinese. Damit es auch sicher tot ist. Ja, schade, immer noch nicht 43. Wer oder was bist du? Ja, könntest du wissen, also wir sind Sky. Ich bin Sky. Skypira. Kannst mich auf YouTube abonnieren. Leg los, Rocket-Mitglied. Ich habe auch nichts dagegen, wenn mir Raketenmitglieder folgen, also gar nicht. Von mir aus macht nur. Hallo. Der hat ja einen Weitblick. Das Team Rocket hat die Kontrolle über die Sylph Co. über Sylph Co. übernommen. Okay, nicht die Sylph Co., einfach nur Sylph Co. Er mit seiner Peitsche schon wieder. Ist bestimmt Domina vom Beruf oder so. Obwohl, das ist ja ein Typ. Ist er jetzt Domino von Beruf? Ich weiß nicht. Heizen wir ihm ein, oder? Mit seinen komischen Streifen am Bauch. Ich weiß, das sollen bestimmt theoretisch Bauchmuskeln sein, aber das sieht nicht nach Muskel aus. Das sieht aus wie abgemagert und totgehungert. Jawohl, da haben wir es, Level 43. Jetzt bin ich mal gespannt. Versucht, Feuerschlag zu erlernen. Endlich, juhu! Große Party für Magma. So, ja bitte, aber nicht Psychokinese.
Wir verlernen. Was verlernen wir denn? Feuerschlag hat bestimmt nur 15 AP. Behalten wir den Konfustrahl? Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich ist Glut cooler. Aber gegen harte Typen könnte Konfustrahl auch mal nett sein. So Richtung Top 4 jetzt gedacht. Ja, was soll's. Ich meine, Glut reißt sowieso hier jetzt nicht die Wurst vom Teller. Machen wir einfach Glut weg. So, und ein Traumator. Jetzt wechseln wir aber auf jeden Fall wieder. Mal gucken. Die sind alle Level 34. Das ist gut. Nidoking wäre schlecht. Damit würden wir direkt die Schwäche bedienen. Wie wäre es mit Rossana? Das passt doch. Kopfnuss wäre unschön, aber Psychoattacken wären gut. Die verkraften wir. Und wir haben jetzt auch den Eishieb und ich glaube sogar Eisstrahl. Genau, wir haben Eisstrahl beigebracht. Das kommt auch erstmal ganz nach oben. Psychokinese nach drunter. Eishieb dahin und Body Slam am schwersten zu erreichen. Okay. Eishieb? Ja, komm. In your face. Jetzt ist bestimmt sein Rüssel gefroren. Ja, sehr schön. Der hat uns wenig gezogen. Genau so wollen wir das sehen. Im Optimalfall natürlich gar nichts, aber komm, diese 7 KP, das ist vollkommen in Ordnung. Deutlich besser als, keine Ahnung, irgendwie 6 Runden lang schlafend oder so. Ich meine, wir haben jetzt die Pokeflöte dabei, aber so rein vom Prinzip her, ne? Andauernd vergiftet oder die ganze Zeit paralysiert ist jetzt auch nicht so doll. Ja, ein Hyperheiler ist gut. Topbeleber ist noch besser. Fluchtseil, ja gut. Können wir das immer noch einsetzen, nachdem wir Giovanni hier besiegt haben? Psst. Siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Ja, doch. Ich habe gehofft, du hast was für uns. So eine kleine Belohnung dafür, dass wir euch retten. Klar, haben eben Lapras gekriegt, wollen noch mehr. Wir sind gar nicht gierig oder so. Mein Pokémon erwartet dich. Lass mich raten, du hast jetzt mehr als ein Pokémon, oder? Ihr kriegt es doch mit dem Singular und Plural nie... Nee, er hat tatsächlich ein Pokémon, okay. Er hat nicht gelogen. Oh verdammt, wir haben vergessen, hier die Pokémon zu wechseln. Okay, jetzt hat Elektroball... Nee. Eigentlich haben sie nie die Erlaubnis, in die Luft zu gehen. Body Slam. Ja, paralysiert ist doch gut. Wechseln wir mal, damit noch wer anders EP kriegt. Ja, auf Nidoking, oder? Nidoking hat es zwar nicht nötig, durch Wechsel EP zu bekommen, aber was soll's. Was ist, drehst du schon wieder ab? Behau den anderen, wenn du Spaß haben willst. Kater nervt schon wieder rum hier. Ja, genau dich meine ich. Ja. Okay, Body Slam. Wir hätten ihn natürlich auch wegfuchteln können. Aber egal. Jetzt unbedingt dran denken, Magma zu tauschen. Du schwächliches Pokémon, Mist. Ja, wer rennt auch mit einem Elektroball rum, ganz ehrlich. Wir setzen einfach ihn ein. So, der ist auch Level 34. Magma kann jetzt einfach ganz nach unten wandern. Den werden wir jetzt wohl länger nicht einsetzen. Okay, ihn haben wir. Damit haben wir die Etage auch geklärt. Auf ins nächste Stockwerk. Und zack. Hallo. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt, Alter. Respekt. Ich zolle gar nicht. Das sollte ich vielleicht machen, aber das will ich nicht. Ja. Wäre unschön, wenn er jetzt irgendwelche psychischen Attacken einsetzt. Wäre auch unschön, wenn Giftwolke treffen würde. Jawohl, in your face. Weggeballert.
Volle Möhre. Das ist so cool an dem Nidoking. Es knallt einfach rein. Na, so viel zum Respekt, ne? Pokémon. Dann können wir Nidoking auch gleich wieder wechseln. Ja, komm. Rotzana hat schon einen Hit gefressen. Bringen wir sie auf 35. War hier unten ein Gegner bestimmt, oder? Der sieht aus wie ein Gegner. Ja, das ist ein Gegner. Was? Wer hat denn das Kind da reingelassen? Welches Kind? Vielleicht sollten wir uns mal umdrehen und schauen, ob wir hier irgendwo Kinder spielen sehen. Ein Kadabra. Ja, klasse. Ausgerechnet haben wir jetzt Rotzana nach vorne. Gerade bei Kadabra, der so viel physischen Schaden frisst. Und dann Rotzana, die so wenig physischen Schaden verursacht. Geil. Wir versuchen es trotzdem einfach mal mit Body Slam. Ja, der Volltreffer kam sehr gelegen, glaube ich mal. Pantymos. Der frisst weniger physischen Schaden, aber dafür ein bisschen mehr speziellen. Da können wir dann einfach mal so mit Eis raufhauen. Ja, das okay, das ist unschön. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob Eisstrahl reichen würde. Wahrscheinlich nicht. Doch, tatsächlich. Ja, stark. Okay, das ging auch flott. Dann kommt jetzt gleich als nächstes Lapras dran. Nein, das Kind hat... Dich hat ein Kind besiegt? Wo ist denn hier das Kind? Ich sehe hier kein Kind. Welches Kind hat dich denn besiegt? So. Lapras nach vorne. Wir wollen ja nach Möglichkeit schon alle weitestgehend gleichmäßig trainieren. Bei Magma haben wir jetzt auf jeden Fall eine Ausnahme gemacht wegen dem Feuerschlag. Es ist sonst einfach tendenziell ein bisschen unangenehmer zu trainieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber jetzt reißt es ja auch was. Jetzt hat es eine einigermaßen anständige Feuerattacke. Wir entwickeln in diesen Labors neue Pokebälle. Ja, her damit. Vierauge. Magneton. Ja, okay. Wir haben momentan kein Glück so mit unserer Pokémon und der Gegnerwahl, oder? Was machen wir da? Wir machen Body Slam in der Hoffnung, dass wir ihn paralysieren, er dann auch paralysiert ist. Okay, Tackle. Tackle ist besser als eine Donnerattacke. Sehr schön. Vor allem, weil es daneben ging. Aber Tackle hätte auch treffen können. Also so gnädig sind wir. Smogon. Ja, das ist schon besser als Magneton, oder? Jetzt auch nicht die Pelle vom Ei, aber besser als Magneton. Diese ganzen statuslastigen Pokémon immer. Die unseren Status verändern wollen. Und verfügbar auf not aviable oder so. Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe auch nicht angenommen, dass der tatsächlich jetzt durch den Surfer sterben würde. Und vergiftet. Juhu, genau das wollten wir nicht sehen. So, bam. Und noch ein Magnetilo. Egal, jetzt können wir auch nicht mehr paralysiert werden. Da lassen wir Lapras einfach drin, surfen ihn weg. Surfing in the USA und so. Was? Der ist nicht draufgegangen? Okay, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Da bin ich geschockt. Und er auch. Finito, das war's. Jo. Das war's, Lars. Ja, wir schmeißen da jetzt keinen Hyperheiler rein. Ich meine, was soll's. Wir kommen ja sowieso ziemlich bald wieder zu den Betten hin. Da können wir unsere Pokémon wieder heilen. Ich glaube, Erdbeben... Weiß ich nicht. Gab's Erdbeben hier in dem Gebäude oder gab's Erdbeben erst auf der Siegestraße? Also das ist Erdbeben nicht. Ich weiß, Erdbeben ist hier im 26, glaube ich, oder? Habe ich mir das richtig gemerkt von früher? Bodycheck. Ja, Bodycheck wollen wir auch nicht. Da ist Risiko-Tackle zum Beispiel schon cooler.
Okay, da brauchen wir nicht lang. Wir gehen hoch. Wir steigen den aufs Dach. Ich glaube, den hatten wir noch nicht. Hallo. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Okay, wo hast du deine Rakete stehen? Ich sehe euch immer nur mit Peitschen hier rumlaufen. Was habt ihr alle für einen komischen Fetisch? Okay, ja, wir sind immer noch im Nachteil. Kampf ist jetzt gerade ungut gegen unser Lepras, das auch vom Typ her Eis ist. Ja, Donnerblitz, keine Ahnung. Vielleicht ist es paralysiert und paralysiert dann, wenn es angreifen will. Okay, wenn ich das so sehe, hätte es wahrscheinlich ein Surfer gar nicht überlebt. Naja. Wenigstens hat sein Karateschlag ausnahmsweise mal nicht gevolltreffert. Und 35, sehr schön. Marshawk. Ja, nee, da wechseln wir jetzt. Wie wär's denn? Ich hätte jetzt gerne Dodri eigentlich eingesetzt. Aber egal, dann nehmen wir Rotz-Anna. Nidoking ginge auch. Dann wird zwar keine sehr effektive Attacke gegen, aber wir sind da trotzdem wegen Gift im Attribut Vorteil, da Kampfattacken schwach auf Gift sind. So, Psychokäse. Alles Psychokäse hier. Halt die Fresse! Das will echt keiner hören. Nee, will keiner hören. Ja, da kannst du dich umgucken. Ja. Nee. Nein, komm her. Ja. Jetzt kommt er an. Schwachkopf. Und weg ist er wieder. Ja. Jetzt guckst du blöd, oder was? Du siehst auch so blöd aus, wie du guckst. Hier. Okay, weiter. So, wir sehen, Lapras geht's immer noch gut. Es leidet schön vor sich hin. Du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen? Wieso wieder? Hä? Was redet er denn da? Es hat doch niemand jemals von denen, seit wir hier im Gebäude sind, etwas von uns verlangt, oder? Das heißt, wir konnten uns denen doch bislang auch gar nicht widersetzen. Ich meine, der eine hat gesagt, ein Kind, und der andere, ja, ich habe schon gehört, du bist unterwegs und sowas, aber langt hat doch bislang keiner was von uns hier im Gebäude, oder? Also, wieso widersetzen? Also. So, gegrillte Flödermaus, sehr schön. Golbert, ich glaube, da können wir sogar mal Eisstrahl machen. So. Bip. Eisstrahl ist cool. Eine meiner Lieblingsattacken. Wieso denn Verräter? Ich war doch niemals einer von euch. Ich wollte euch auf der Nuggetbrücke ja beitreten, aber ihr habt mich nicht gelassen. Jetzt müsst ihr sehen, was ihr davon habt. Ich würde ja sagen, ihr tragt die Konsequenzen, aber ich werde euch so aus dem Gebäude jagen, dass ihr gar nichts mehr zu ertragen in der Lage seid. X-Treffer, ey, wer will denn sowas? So, da war ein Forscher, ne? Der hat bestimmt wieder so ein Elektrogramm bei sich. Dann setzen wir jetzt unseren Hooligan ein. Der macht da alte Metall draus. Aus seinen komischen Magnetilos. Dieser verdammte Präsident. Warum will er ausgerechnet mich nach. Was, Timbuktu? Was ist denn Tixi? Schicken.